auch wenn das Publikum längst noch nicht das Varieté als Kunst versteht. Die Leute wollen sich heute eigentlich nicht mehr ruhig ins Theater setzen. Sie kommen hierher, um unterhalten zu werden. Das ist im Grunde genommen nicht schlimm, aber viele denken eben, das, was wir da machen, ist leichte Kunst. Aber das stimmt nicht, es ist nicht leicht. Andere Art von Kunst. Und wieder ist der Abend noch jung und das Publikum sucht seinen Traum bei Tango im Schnee. Noch bis zum 3. März ist russische Saison in Leipzig.